Wir alle sind entsetzt. Die mutmaßliche Moderatorin Sarah Kuttner ist rassistisch. Bei einer Lesung von ihr kam die Polizei, weil sie sich abfällig über eine Puppe, die sie Negerpuppe nannte, und deren Schlauchbootlippen äußerte. Man sieht, dass das rassistisch ist, denn das mit den Lippen haben die Puppenhersteller zu verantworten, aber mit der Hautfarbe hat das ja gar nichts zu tun. Ich will ja nichts vorab unterstellen, aber sie soll sich uneinsichtig gezeigt haben und das ist typisch für Rassisten. Einige könnten vielleicht auf die Idee kommen zu sagen, wenn Rassismus sich auf Puppen bezieht, sind wir doch sehr weit und können stolz sein. Aber trotzdem, ich hoffe, sie kriegt ihre gerechte Strafe. Morgen geht's weiter.